Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu Castle Story. Castle Story habe ich schon mal vor langer Zeit auf meinem Kanal gezeigt und ich habe mich irgendwann mal beschwert, dass ich in diesem Spiel nicht so viel getan hat. Ein paar von euch haben mir dann gesagt, das liegt wohl daran, dass die Jungs, die Castle Story angefangen haben, keine Programmierer waren. Und das ganz schön schrecklich programmiert hatten. Dann haben sie ihren ersten richtigen Programmierer eingestellt und der hat erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh mein Gott. Hat jetzt hier einiges rausgefixt und mir wurde gesagt, hier kamen riesige Patches raus, die das Ganze verbessert haben sollen. Wir haben den Sandbox-Mode, glaube ich, schon mal ausgetestet. Wir haben auch schon mal den Ding ausgetestet. Ich werde es wieder so machen, dass ich es in zwei Videos teile. Ich werde ein Video zum Sandbox-Modus machen und eins zum Survival-Game-Modus. Zuerst aber werden wir uns die Tutorials anschauen. Je nachdem, wie lange die gehen, werden sie ein eigenes Video oder zum Sandbox-Modus hinzugemacht. Gut, fangen wir an mit dem Tutorial. Man merkt übrigens schon, dass das Menü etwas schöner reagiert. Glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, es war, glaube ich, ziemlich hakelig, wie das damals reagiert hat. Allgemein, das Tutorial gibt es natürlich schon wesentlich besser. Das heißt, sie haben an diesem Spiel weiter gearbeitet. During this tutorial, we will guide you through the basic of the game. We hope this gives you necessary skills to start. Disclaimer, this tutorial is still work in progress. Also dran denken, Leute, dieses Tutorial ist noch in der Überarbeitung. Sie wollen uns Basic Skills geben. Also das ist so Standardsachen nur erklären, nichts Erweitertes. Okay, dann gucken wir mal. Sag mal was. Sag mal was. Hä? Aha. 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 Hallo? Okay. Return to title screen. Wir gucken das jetzt einfach nochmal. Tutorial. Ah, das sieht schon anders aus. Okay. This is Brickton. Hallo Brickton. Left click to select. Habe ich. You can tell Brickton to move rightly. Okay, rechts klicken dahin. Okay, habe ich. Sehr gut. Now let's try controlling the camera. Space und... Ah, wenn ich Space und die Maustaste drücke, dann bewege ich mich hin und her. Perfekt. Das ist schön mit dem Kreis, dass ich sehe, dass ich gerade alles richtig mache. Ich weiß eine rechte Maustaste, um zu drehen. Ah, okay. Hey, das ist ja echt cool gemacht. In diesem Kreis. Da können sich mal viele größere Spiele was annehmen. Mit WASD können wir hier so... Ich denke, das wird auch unser häufiges sein, also ich denke... Diese Sache werde ich nicht so oft verwenden, werde WASD verwenden. Okay. Please move both camera. Achso. Da. Da. Muss erstmal lesen hier, was da steht und dann machen. Okay, now learn how. Das sollte ein bisschen heller sein. Pick objects, you need right-click on them. Das mit der Leertaste dabei halten ist irgendwie komisch, beim Rechtsklicken. Also ich kann bricken und dann rechtsklicken und dann hebt es auf. You've picked up a lock. Ja, das ist total schwierig. Ja. Okay, ich soll ihn hier das Befehlen abzulegen. Halt, rechtsklick, runter. Ja, das funktioniert doch ganz gut. Kann ich es auch hier wieder auf die Storage-Plattform drauflegen und perfekt. Jetzt fill up Stockpile with... Okay. Rechtsklick auf den Baum und er fällt in uns. Also schon mal das Tutorial, ein großer Pluspunkt zu dem alten Version, die wir hatten. Definitiv. So, collecten wir das ganze Holz. Only two blocks mehr, okay.
Da gerade können nur zwei drauf. Die Tastenreaktion ist etwas komisch. Also er braucht ein bisschen, bis er bemerkt hat, dass ich rechts geklickt habe. Beziehungsweise bis er mir das Feedback gibt, dass ich rechts geklickt habe. Das ist ein bisschen komisch. Please move both your camera and your picture in this zone. Achso. Learn how to give complex tasks to your victims. Okay. This is mine group. It used to Brickton stick automatically. Select the mining group clicking this icon. Okay, hab ich. Assign the Brickton to the group clicking the right item. Okay. Halt, du da. Rechtsklick. So, jetzt gehört er zu dieser mining group und fängt hier an zu minen. Remember that if you tell him to move somewhere, he leave the group and he will need to... Okay. Okay, also wenn hier jetzt Befehl wegzugehen, dann wird er wieder aufhören, zu dieser Gruppe zu gehören. Okay, wir müssen jetzt erstmal graben, bis da die beiden Crates hier fertig sind. Also weil die Stockpiles voll sind. Wie gesagt, das Spiel an sich, man merkt, dass Verbesserungen geschehen sind. Also möchte ich natürlich auch natürlich mein Geflame von damals, also sozusagen Geflame, zurücknehmen. Sie haben an diesem Spiel gearbeitet, nur es war sehr viel, was sie wohl tun mussten und ja. Ich bin nach wie vor froh, das Spiel gekauft zu haben, denke ich. Das Spiel an sich ist nämlich eine ziemlich coole Idee eigentlich sogar. Habe ich schon damals, als ich es gesehen habe, hat es ja einen mittelgroßen Hype ausgelöst. Ist dann aber relativ schnell versunken, dadurch, dass es halt sehr schwer war, auch in die Alpha reinzukommen, wenn man nicht gekickstartet hat. Klick das Icon. Okay, mal gucken, was das hier. Das ist eine Brücke. Please assign your Brickton's to this group. Right. Okay, also hier, du da, komm mal her. Er schmeißt das ganze Steinding dann rum. Oh, das müssen wir uns merken, dass er sofort alles rumschmeißt. Könnte schlecht sein. Aber gut, es scheint jetzt auch besser zu funktionieren, mit den Brücken zu bauen. Zumindest ist es technisch gesehen wohl möglich. Also es war früher wohl technisch gesehen auch schon möglich, aber irgendwie war das ganz komisch. Ich habe zumindest nicht verstanden, wie ich sowas bauen kann. Weiß auch noch nicht, wie ich das so bauen sollte, aber das werden wir bestimmt noch alles erfahren. Mensch, was für ein Zufall. Es braucht genau so viel Stein, wie hier ist. Ich hätte das nur gedacht. Das sieht aber schon sehr gut aus, auch wie das alles so zusammenpasst. Das gefällt mir. Hallo? Warum kann ich denn da nicht hoch? Ich kann mit meiner Kamera nicht weiter. Die Steinwand blockiert mich oder so. Shift um... Oh, what the fuck? Okay, das ist komisch. Ich kann auf dem Boden mit meiner Kamera, mit meinem Kamerapunkt hängen. Und dann... Interessant. Ah, ja, ihr solltet mal da drin bleiben. Das ist interessant. To do that, bottom right corner. Hier. Und dann wahrscheinlich das hier. Genau. You have now left click the ground where you can break patch the hole in the wall. Okay, Moment. Space und rechtsklick. Genau, wir müssen erstmal gucken, wie es hier aussieht. Halt. So. So, dann haben wir nichts mehr in der Hand. Und jetzt können wir den dazu assignen und dann macht er das. Oh, das ist doof mit der Kamera, Leute. Dass ich die immer wieder hochziehen muss. Das ist nicht so gut. Das gefällt mir nicht. Ah, mit Leertaste geht das auch. Okay, interessant. Nein, nicht ganz hoch, nicht ganz hoch. Komm, wieder her. So, jetzt sind wir hier. That's all, folks. Thanks for playing. Okay, Main Menü.
Ja, das hat jetzt 10 Minuten gedauert. Ich denke, das reicht jetzt nicht. Das ist jetzt für ein Video zu wenig und Sandbox ist, aber für Sandbox ist. Ich denke, wir werden mit dem Sandbox mal aufhören und starten mal den Sandbox-Mode jetzt einfach schon in diesem Video. So, das ist der Sandbox-Mode. Here you may do anything you want. There is no time limit, no corruption, so you can build without worry. Use this time to explore the game and practice the art of castle building. Have fun. Okay, die Welt kennen wir schon von den früheren Versionen. Die war schon damals so. Und ich denke, das Erste, was wir machen, ist erstmal die Kamera hier in einen gescheiten Winkel bringen. Das ist immer, ja, ich bin da immer unzufrieden mit sowas. Nein, wir können erstmal hier und dann einen Mining-Job machen. Hier sehen wir viele Kristalle. Dann machen wir erstmal einen Mining-Job hier. Wenn das, könnte ich. Ah, ja, genau. So, nein, hallo. 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 Ich würde gerne runtergehen. Hallo. Hallo. Könnte ich bitte. Da. Piss mich nicht an. Kann ich bestimmt, ja, genau, deleten. Okay. Machen wir mal von hier unten an. Oder von hier oben. Oder von irgendwo. Alter. Muss ich das hier jetzt erst alles wegbuddeln, oder wie? Ach. Schon so. Okay, wir müssen schon wieder erstmal was wegbuddeln. Dann buddelt mal hier weg. Wir brauchen aber auch noch einen neuen Construction Shop. Job. Achso, nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen. Ich glaube, so ging das. Nee, wir brauchen doch. Wir brauchen Place. Mein. Place-Struction. Construction. Und jetzt können wir hier sagen, was wir wollen. Wir wollen nämlich eine Stockpile. Genau, die haben wir auch schon ausgewählt, aber. Sicher, sicher. Dann sollen die mir mal hier Stockpiles hinbauen. So. Weg damit. Ihr da? Kommt ihr mal? So, wir nehmen mal zwei, drei, drei, drei ist gut. Drei dafür und einer macht das hier. Beziehungsweise der hier kann erstmal Bäume fällen gehen. Das wäre ganz okay. Weil wir müssen erstmal diese. Ja gut, dann geht er erstmal alle Bäume fällen. Das Problem ist, dass wir die nämlich eine Stockpile brauchen, glaube ich, um das ganze Zeug da wegzugraben. So. Komm. Ach, egal. So. Mach mal. Nicht? Hä? Die blöd oder so? Dann nicht. Dann nicht. Dann machen wir einen Mining-Job. Und den fangen wir dann doch hier an. So. Einen schönen langen Tunnel. Breit. Rüber. Vor. Meine erstmal das ganze Zeug hier aus. Wie nach oben geht's aber nicht, oder? Wenn ich darauf rechts gedrückt halte, dann können wir. Das ist irgendwie alles ein bisschen fummelig. Ah, jetzt fangen sie an. Perfekt. Gut, dann holt mal Steine. Wir können bestimmt auch so ein Holzfäller-Ding machen. Cleaning Task. Lumber Task, genau. Dann machen wir hier einen Lumber Task hin. Können wir die eigentlich auch verwaltern? Nö. Okay, egal. Dann kriegst du die Lumber Task. Und du auch. Und wir brauchen mehr Construction Jobs noch. Also Place Block Sachen nicht. Sondern wirklich Construction. Wo ist denn das? Genau, das da. Damit wir mehr Stockpiles haben. Oh, wir haben Gold gefunden, wie es aussieht. Einfach mal, wir machen das jetzt auch nicht lang hier. Oh. Steuerung hat noch so manche Feinheiten drin, die mir hier so ein bisschen auf den Sack gehen. Hallo. Wir werden jetzt auch gerade irgendwie nicht von der Gruppe. Das ist das sein.
Ah, jetzt. Bau mal. Bau mal. Bau mal. Bau mal. Egal, dann stellen wir uns wieder der gleichen Herausforderung, wie wir uns schon mal gestellt haben. Denn damals haben wir versucht, hier eine Brücke drüber zu bauen. Das ist erfolgreich, nicht erfolgreich gewesen. Aber ich bitte diesmal erfolgreich. So. Banjo! Oh, das ist mal alt. Geh weg, komm. Das Ding ist im Weg. Lieber Entwickler, bitte. Mach's mir nicht so schwer. Hilfe! Are you kidding me? Okay, das war jetzt. Das ist jetzt nicht so cool gewesen. Das Problem ist immer noch nicht, dass ich weiß, wie ich da. Planken. Sind die vielleicht die Antwort? Ja, die könnte man natürlich versuchen, mal so ranzubauen. Dass die aber rot werden, gefällt mir nicht. So. Ja, die werden rot, weil die dann nicht gebaut werden können. An und für sich. So. Das ist jetzt. So, perfekt. Hoffentlich kriegen die das hin. Oh, man sieht doch gar nichts, hey. Ich bin mal gespannt, ob die KI das hinkriegt. Wenn sie das hinkriegt, dann mein Respekt an die KI. Dann ist die wirklich besser geworden. Früher hat sie es zumindest nicht hingekriegt. Oder hätte sie es nicht hingekriegt. Okay, das Ding erschaffen wir nicht. Vielleicht ist irgendwie. Ich möchte das gerne. Nee, das wollte ich nicht. Nein. Wow. Ah, okay. Ja, dich kann ich ja jetzt removen. Dich brauche ich eh nicht. So. Haben wir mal eine ganze Brücke gebaut, die zumindest zum Teil so rüber geht.